Male vom Korn zum Mehl funktioniert, dass das gar keine so einfache Sache ist. Bis man diese Körner halt in der Form, wie sie da sind, zu sowas. Das ist aber kein Korn, das weiß ich. Aber das Korn ist der Überbegriff. Ja. Zu sowas dann fein vermahlen hat, bedarf es einiger Dinge. Im Mittelalter musste man das auch schon machen. Ganz ja, in der Jungsteinzeit, wo man das angefangen hat mit dem Mahlen, da hat man eigentlich das alles genommen. Da ist nichts ausgesiebt oder sonst was. Oh, es ist einfach trocken mit dem Stäh, auf dem anderen Stäh, zerkleinern. War mächtig viel Arbeit. Man erfand nämlich den Schlagbeutel. Der Schlagbeutel war an der Mühle, mit in der Mühle integriert. Es war eine Holzgabel und über der Holzgabel hing ein Stoffschlauch. Je nach Dichte des Gewebes wurde dann das Mehl ausgesiebt. Es gab verschiedene Materialien, wo man diesen Stoffschlauch herstellen konnte. Also man kannte damals Leinen, man kannte Wolle und man kannte Seide. Und das waren natürlich die feinsten, kann man sich vorstellen, Seidenbeutel. Da konnte man das feinste Mehl herausklopfen. Und dieser Beutel wurde durch diesen Schlagstock, solange die Mühle lief, geklopft. Dadurch lief also das geschrotete, gemahlene Getreide und was herausfiel, war dann das feine Mehl. War eine ganz lange Prozedur. Man hat auch immer gedacht, oben Körner rein, unten Mehl raus, fertig. Es bedarf bis zu 9 Mahlungen, auch heute noch, bis ein Korn ganz ausgemahlen ist. Und das hat man auch früher schon gemacht. Das wurde also immer wieder hineingegeben in die Mühle und wieder durchgesiebt. Und damit man auch ja nicht zu viel ans Vieh verfüttert hat, was am Schluss herauskam als Kleie, wurde ja dann verfüttert, wurde nicht weggeworfen. Und es war also eine ganz lange Prozedur, bis das Mehl so weiß, wie es hier in der einen Probe ist, herauskam. Und diese Mühlen, die dieses weiße Mehl produzierten, die nannte man auch Weißmühlen. Es gibt auch verschiedene Mühlen noch in Rheinland-Pfalz, die Weißmühle heißen. Und dieser Schlagbeutel, also da ist ganz klar, dass hier ein Wort überliefert ist. Sie kennen das alle. Es hat mich gebeutelt oder ich fühle mich halt wie gebeutelt. Das kommt von diesem Schlagbeutel, der beim Mahlen ständig geschlagen wurde. Und so haben auch viele Redewendungen ihren Ursprung in der Mühlentechnik. Vorhin sagte irgendjemand was von Wasser abgraben. Das gab es natürlich auch. Heute ist es übertragenen Sinn. Damals hieß es wirklich, dass jemand das Wasser, der oberhalb einer Mühle lag, jemandem abgeleitet hat und so konnte der untere nicht mehr mahlen. Das war hier auch problematisch mit den Müllern. Je weiter man an den Bachlauf nach unten kam, umso weniger Wasser war ja auch da. Und da gab es bisweilen also schon mal Streit, weil einer kein Wasser auf der Mühle hatte, weil oben das Wehr geschlossen war. Und es gab hier auch nicht immer, sie waren nicht immer eins hier, die Müller in den Tälern. Auch wir in Oberhausen haben immer unser Problem mit dem Jakob von der Kneischbermühle. Der ist ja der Bannmüller, das heißt der Bannmüller, eine Bannmühle wie die Kneischbermühle, war vom Herzog beauftragt und alle Bauern mussten ihr Getreide zu dieser Bannmühle liefern. Das betraf die Schmitzhauser. Es betraf auch die Oberhauser, obwohl wir ja in Oberhausen eine eigene Mühle hatten. Und da können Sie sich vorstellen, dass die Bauern nicht bei Wind und Wetter ihr Getreide nach unten schaffen wollten. Und dann ließen sie oft auch bei uns mahlen. Aber dem Jakob, dem passt das natürlich nicht. Und er ist ständig sich am Beschweren. Naja, aber das wird erst Ihnen. Wir werden ihn sicher noch treffen. Und er wird uns da schon seine Litanei noch erklären. Zu den
Müllern und den Sprichwörtern. Vielleicht kennen Sie auch noch Redewendungen von Müllern und Mühlen. Ein Mühlstein um den Hals. Den Mühlstein um den Hals. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau, das ist auch. Der Mühlstein um den Hals ist gefährlich. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das hat auch mit der Bannmühle zu tun, denn die Bauern, die an eine Mühle gebannt waren, hatten das Recht, wenn sie kamen und jemand anders, der da kein Recht hatte zu mahlen, dass sie sofort an die Reihe kamen. Das war das Recht der Bann, also der gebannten Bauern, und es kam unter Umständen vor, dass jemand das Getreide aus der Mühle rausmachen musste, das Mehl wegmachen und dann wieder für den Bannbauern, denn die hatten ja auch ihre Zeit nicht gestohlen, zu mahlen. Und an anderen Mühlen war es eben dieser Fall, wer zuerst da ist, der kommt als erst dran. Nur die Bannmühlen, die haben da Ausnahmen gemacht. Das ist vielleicht 20 Jahre her, da haben sie im Sommer dann, wenn schön Wetter war, und die Bauern getroschen haben, und waren halbe bis an die Kneischmamil gehalten mit den Fahrzeugen. Da war es oft Mitternacht und noch später, bis der letzte Hemmkorn ist. Anstelle in der Reihe, genau. Ja. Das Wanderliedgut, genau so, genau oder das so. Liedgut über Müller, Mühlen, vorhin kam noch jemand, es klappert die Mühle, das kam alles aus der Zeit der Romantik. Da entstanden viele dieser Lieder und die Müllersburschen hatten, wie viele Handwerkerburschen, mussten die auf die Walz. Und sie haben für die Verbreitung dieses Liedguts oft gesorgt, denn es geht sich leichter, wenn man dabei singt. Und ja, in der Zeit der Romantik wurde dieses Mühlenleben etwas romantisiert, idyllisiert. Es war sicherlich nicht angenehm, es war sehr laut, sehr staubig. Wirklich schmutzig, kann man sich vorstellen, der Mehlstaub, wenn man daheim Kuchen gebacken hat, wo das überall hinfleht. Das ist, war bestimmt kein so schöner Beruf, so viel Romantik. Was schön war sicher, wenn das Bächlein gerauscht hat und die Mühle geklappert, war sicher schön. Aber wenn Sie schon mal an einer echten Mühle waren, wo wirklich ein Mühlrad getrieben ist, da versteht man auch sein eigenes Wort dann nicht mehr, weil das so tost und laut ist. Großen Maßeinheit, das ist der Malter. Das ist also, sagte ich ja schon, ungefähr ein Zentner. Und hier gehen dann ein Viertelzentner oder auch noch kleinere Maßeinheiten hinein. Damit wurde wirklich gemessen. Die hatten hier einen versteiften, entweder aus Haselzweigen geflochten oder später dann Eisensteg, wo man dann so schöpfen konnte und dann hat man das Maß gehabt, was man brauchte und man konnte das dann in die Säcke füllen. Der Malter war keine Maßeinheit, weil das war unmäßig mit so einem großen Gefäß zu messen. Das ist auch ein Wort, unmäßig, da kann keiner handhaben aus einem Speicher oder in einer Mühle, das war lediglich zum Abstellen der und zum Vorratshaltung gedacht. Die Maßeinheiten. So. Dann werden wir uns mal weiter auf den Weg machen. Aber ich wollte noch was sagen zu den Mühlen und den Müllern. Die Müller haben im Laufe ihrer langen Geschichte verschiedene soziale Stellungen inne gehabt. Also in der Zeit im Frühmittelalter waren es Leibeigene, waren also ja nicht viel mehr wert wie der Bauer selbst. Später waren sie dann, konnten sie Erbbestandsmüller werden, das heißt, sie konnten die Mühle erben und vererben, obwohl sie dem Herzog nach wie vor gehörte, aber ihre Kinder waren berechtigt, da weiter tätig zu sein. Und es ranken sich auch viele Sagen und Geschichten um die Müller, weil sie einen unehrlichen Beruf eigentlich ausübten im Mittelalter. Da galten alle, die nachts arbeiteten, und Müller mussten nachts arbeiten, wenn Getreide da war zum Mahlen, galten als unehrlich. Die hatten also auch keine Bürgerrechte zum damaligen Zeitpunkt und hatten auch eine niedrige soziale Stellung. Und man glaubte sie auch immer mit dem Teufel im Bunde, wegen dieses seltsamen Geschehens in der Mühle, dass hier mit Wasserkraft was gemacht wird, das war den Leuten im Mittelalter nicht geheuer. Dass hier was passiert durch ein Räderwerk und am Schluss hat man hier Mehl, das war sehr suspekt. Und deshalb
gab es auch sehr viele Sagen über ja, schlechte und neidische Müller, geizige Müller.